Ich war noch nie in Unken, obwohl diese Gemeinde im Norden des Pinzgaues nur eine knappe Autostunde von der Stadt Salzburg entfernt liegt und einer der schönsten Flecken des Landes sein soll, war ich nie in Unken. Nicht einmal in Annaberg, unweit der Grenze zur Steiermark im östlichen Tennegau, bin ich gewesen. Dabei ist Annaberg mit seinen alten Bauernhöfen 1977 zum schönsten Ort des Bundeslandes gewählt worden. Aber auch von Schwarzach im Pongau kenne ich nur den Bahnhof, auf dem ich einmal nächtens von einem Geisterzug in den anderen umsteigen musste. Und von St. Michael im Lungau habe ich bloß das Schild an der Tauernautobahn gesehen, das auf eine Abfahrt hinweist, an der wir stets vorbeigebraust sind. Für Straßwalchen wiederum, im Norden des Flachgaus gelegen, habe ich mich immer wegen des Namens interessiert, dessen Endung an die Walschen, an die ursprünglich romanische Bevölkerung der Gegend erinnert. Aber das historisch-linguistische Interesse war nicht groß genug, dass ich auch den Ort selbst besucht hätte. Wie ich auch seit den Unterrichtsstunden in Heimatkunde von den wunderlich schönen Namen der Gebirgszüge fasziniert war, aber weder das steinerne Meer noch die übergossene Alm je bestiegen habe. Ja, es ist eine Schande. Ich kenne das Land, in dem ich fast alle meine Jahre verbracht habe, schlechter als manch andere Region Europas, etwa Istrien, die italienischen Marken oder den Osten der Slowakei. Es gibt keinen Grund darauf, stolz zu sein. Im Gegenteil, je weiter ich herumgekommen bin in der Welt, umso stärker empfinde ich es als schuldhaftes Versäumnis, mir jenes Land, in das meine Eltern 1945 als Heimatvertriebene gekommen sind, nicht wandernd, entdeckend, schauend und wiedererkennend zu eigen gemacht zu haben. So fahre ich nach aufwendigen Vorbereitungen in die entlegenen Regionen, an die Ränder Europas, aber das, was so nahe liegt und der alltäglichen Begegnung harrt, das lasse ich mir entgehen. Genau genommen bedeutet mir Salzburg nur die Stadt, deren Viertel ich mir als Jugendlicher mit dem Rad Straße für Straße erfahren und als Erwachsener zu Fuß ergangen habe. Mich hat immer geärgert, wenn ich Leute traf, die Salzburg von ein paar Urlaubstagen her kannten und beflissen die üblichen literarisch beglaubigten Ressentiments gegen ein stumpfsinnig katholisch-nationalsozialistisches Provinznest, das sich größenwahnsinnig für eine Metropole der Kultur hält, repetierten. Nicht allein, dass ich rigorose Kritik an meiner Heimatstadt mir selber vorbehalten wissen wollte. Alles, was man gegen die abweisende, selbstzufriedene, sich tagtäglich verkaufende Stadt vorgebracht hat, stimmt ja und stimmt doch wieder nicht. Ich kenne auch eine andere Stadt in dieser Stadt, die jeder zu kennen meint, und ich war auch in den nicht eben für ihre Schönheit berühmten Vierteln wie Schallmoos, Taxam, Itzling, Liefering so viel unterwegs, dass ich jederzeit die Taxifahrerprüfung bestehen könnte, wenn ich nur einen Führerschein besäße. Was die Stadt betrifft, habe ich mir gegen den pastosen Kitsch des Fremdenverkehrsprospekts und gegen den schwarzen Kitsch der Salzburg-Verdammung, meine eigene Stadt, mein Salzburg, vergessener Revolten, unauffälliger Großmut, übersehener heimlicher Schönheit erobert. Warum ist mir Gleiches nicht mit dem Land gelungen? Meine Eltern waren Städter. Wenn die Mitschüler montags begeistert, erschöpft oder angewidert erzählten, wo sie am Tag zuvor von ihrem Vater überall hinaufgejagt worden waren, welche Seen sie mit der großfamiliären Wandergruppe umrundet hatten und in welchem Ausflugslokal der Onkel Sepp vom Sessel gefallen war, konnte ich nie mitreden. Wir gingen eherne Regel über viele Jahre am Samstagnachmittag ins Kino und anschließend in ein Gasthaus. Der Sonntag gehörte jedem zu seiner eigenen Verfügung. Mein Sonntag gehörte folglich dem Fußball
und der Mannschaft, mit der ich an der Landesmeisterschaft der Knaben, später der Jugend und dann der Junioren teilnahm. Bedenke ich es recht, so verdanke ich meine allerdings unzureichenden Kenntnisse des Bundeslandes dem Fußball. Er brachte mich immerhin auf die Fußballplätze aller Gaue und in Berührung mit den Gleichaltrigen, die auf dem Land aufwuchsen. Da erfuhr ich, was ich damals noch nicht so bezeichnet hätte, aber gerade so erlebte, dass nämlich für das Land Salzburg gilt, was ich für die Stadt gesagt habe. Alles, was man an Einwänden, Scheltreden, Kritik schon gehört hat, stimmt und stimmt doch wieder nicht. In der Schule hörten wir, dass dies ein katholisches Land sei, auf dem Lande die frommen Bauern alleweilen auf Prozessionen gingen und der Pfarrer im Dorf mehr zu sagen habe als Bürgermeister und Schuldirektor zusammen. Wir hörten das als frohe Botschaft, dass wenigstens auf dem Land die Welt noch in Ordnung sei und gaben es weiter als verächtliche Rede über das tumbe Landvolk. Mit diesem, das wir in einer heillosen Rückständigkeit glaubten, wollten wir Städter nichts zu tun haben. Am Sonntag aber spielte ich mit meinem Club gegen die Jugendmannschaft von Bischofshofen. Die B-Hofner, wie sie genannt wurden, waren weder Bauern noch Katholiken und gingen auch nicht auf Prozessionen, sondern regelmäßig zu politischen Aufmärschen. Denn die B-Hofner waren Eisenbahner, Industriearbeiter und angeblich sogar Kommunisten. So begegnete ich ausgerechnet im Pongau dem, was ich von der Hauptstadt her kaum kannte, den Proletariern, ihrer Sprache, ihrem vom Habitus der kleinen Bildungs- und Großbürger der Stadt merklich abweichenden Verhalten. Jedes Jahr ging es für uns Fußballer einmal in das enge, schöne Lammertal hinein, wo die Bauernburschen von Abdenau auf uns warteten. Mit ihnen, tatsächlich Kinder von Bauern, verband uns eine unbegreiflich innige Feindschaft. Nichts war leichter, als die Abdenauer zu provozieren. Durch das Lammertal brauste zwar ein reißender Wildbach, aber es waren dort keine Bahnschienen gelegt. Es genügte einem Abdenauer während des Spieles zuzurufen, der Zug kommt, und schon war man in die heftigste Rauferei verwickelt. Die Bauernburschen empörten sich, dass wir Stadtkinder ihnen zu verstehen gaben, ein vorbeifahrender Zug müsse für sie eine solche Attraktion darstellen, dass sie flugs auf das Fußballspielen vergessen würden und stattdessen Zugschauen gingen. In der Kränkung, die wir ihnen zufügten, konnte ich die Angst studieren, die mich, die uns quälte, ohne dass wir sie uns eingestanden hätten. Die Angst, womöglich selber für engstirnige Hinterwäldler gehalten zu werden. Ich fürchte, es war dieser antiprovinzielle Affekt, als der sich bis heute in ganz Österreich und gerade in den vermeintlich weltläufigen Kreisen der Provinzialismus selbst zu äußern pflegt, der mich hinderte, zur richtigen Zeit jenes Land zu entdecken, das die Entdeckung durchaus gelohnt hätte. Zu spät ist es zwar nie, aber wenn ich in den letzten Jahren über die Dörfer gegangen bin, dann war dies nichts Selbstverständliches mehr, sondern bereits Teil eines Projektes, das ich mir selber gestellt habe. Nicht nur fremde Regionen zu erkunden, sondern auch jene Fremde, die mir das eigene Land darstellt. Ich war bei den Arumunen in Moloviste im abgelegenen mazedonischen Gebirge, im Slum von Svinja in der finstersten Slowakei, bei den Zimbern in Roane im Gebiet der sieben Gemeinden von Vicenza, bei den Karaimen im litauischen Trakai. Nur bis nach Unken habe ich es noch nicht geschafft und ich möchte nicht abtreten, ohne Unken gesehen zu haben.